Sydney, an der Ostküste Australiens gelegen, ist nicht nur Traumstadt vieler Urlauber und Touristen. Sie ist auch Traumstadt vieler Auswanderer und Emigranten. Jahr für Jahr siedeln sich hier Völker aus allen Teilen der Erde an, um in einem Land zu leben, das Freiheit und Gerechtigkeit verspricht. Symbol und Wahrzeichen dieser Stadt ist aber das weltberühmte Opernhaus, das zu einem Pflichtbesuch für jeden Besucher dieser schönen Stadt anhält. Für jeden Musiker oder Sänger wäre es wohl ein Traum, einmal in diesem Opernhaus zu musizieren oder singen zu können. Wir wollen hier eine Familie besuchen, die seit dem Jahre 1992 am Stadtrand von Sydney lebt und arbeitet. Um sie zu treffen, muss man in die Eastbourne Road. In einem netten Einfamilienhaus lebt die Familie von Professor Slobodan Živković, eine Familie aus dem ehemaligen Jugoslawien. Der aus Belgrad stammende Universitätsprofessor ist ein wahrer Meister seines Faches. Ich bin Professor Slobodan Živković. Ich komme von Jugoslawien in Australia. Vor fünf Jahre. Und ich bin hier Professor at Konservatorium. Ich studierte in Jugoslawien, ich spezialisierte in Italien, in Italy, in Russian, at Tchaikovsky Conservatorium, und mit Professor Aldo Ciccolini von Paris, in Europa. Ich liebte always, weil Jugoslawien, alles Jugoslawien. And that was the biggest reason because I came to Sydney, to Australia, through my high qualifications. I like whole world and I like all people from the world, and because of that I was very disappointed because my Heimat was destroyed. Here in Australia I feel something what I lost there, and this is that I can embrace all people of different nations, religions, languages, traditions, mentality as my own friends. That was reason for my arrival here. Wir sind musicians, whole my family, my children, Maria and Alexander, very talented young musicians. Maria is violinist who got second prize in Czechoslovakia when she was only 15 years of age. And my son, Alexander, he finished his studies here at Sydney Conservatorium with the best mark. And he was only representative on the second international competition in chamber music in Melbourne 2 years ago. So this is international competition which is held every 4 years as other international competitions. And he was a very nice representative. But the biggest wonder for me, surprise, was when Maria became suddenly great opera singer.
She possesses some kind of voice I don't like to praise because she's my daughter.